Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu MotoGP. Wir stellen hier mal ganz schön hoch. Wir machen mal ja hier 73, das ist gut. Bisschen mehr, das ist in Ordnung. Können wir mitnehmen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Rennen. Und lassen uns nicht groß ablenken. Jetzt sollte die KI deutlich schwerer sein. Nochmal 10% mehr. Das ist mal ein Wort. Willkommen und hallo aus Jerez de la Frontera. Nur noch ein paar Minuten, ehe hier endlich der spanische Grand Prix beginnt. Trotz des Regenwetters hat sich eine große Zuschauermenge eingefunden. Dies ist immer noch ein beliebtes Rennsportspektakel. So, das ist ein bisschen gemein. Ich habe gerade getrunken. Ich dachte, das geht ein bisschen mehr und ein bisschen länger. Also sorry dafür, dass ich in den letzten 5 Sekunden ein bisschen ruhig war. Wir melden uns jetzt von der Startaufstellung, wo alles bereit scheint. Es ist immer schwierig, in einem Rennen wie diesem Ergebnisse vorherzusagen. Aber die Fahrer, die wir hier sehen, sind definitiv als Favoriten einzustufen. Ah, okay. Wir dürfen die Reifen frei wechseln. Ja, das ist okay. Und dann würde ich mal sagen, Tigern war los, was? Oh, jetzt gibt es ein Intro, sehr cool. Eine Sekunde, mal gucken, ob 10% eine Sekunde ausmachen. Und mal gucken, wie viel überhaupt teilnehmen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, 26 waren es, glaube ich. Ja, 26. Ton, ein deutscher Fahrer, noch ganz hinten. Gut, wir fahren irgendwie weg, warum auch immer. Warum er auch immer so viel Gas gibt. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, so zu racen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich will mich wirklich nicht beschweren. Denn es sind gute Aufnahmen, die wir sonst wahrscheinlich nicht hätten für Thumbnails. Ich lasse den mal laufen. Mal gucken, was am Ende der Runde passiert. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt gerade auch nicht verkehrt. Das ist schön zu sehen. Der Helm ist sehr unauffällig, den müsste ich vielleicht, da sieht man noch einen Stern, den sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen pimpen irgendwie, mit einer zweiten Farbe oder so, ich weiß es nicht. Hier die, Spitzkehre ist es nicht ganz, aber eine, der härteste Bremspunkt halt. So, und jetzt geht's langsam Richtung Startziel, es sind noch 4 Kurven, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ist es auch 5, bin mir jetzt nicht so sicher, aber es müsste jetzt gleich Ende sein. So, jetzt geht es in die andere Richtung. Ja, sehr schön. Nur noch ein paar Augenblicke. Okay, das war das Ende. Okay. Die Fahrer wissen genau, dass es extrem wichtig ist, die erste Kurve gut zu erwischen. Ich weiß nicht, wie es mit Kupplung ist. Ich weiß auch nicht, was es für eine Strafe gibt. LB. Oh Gott, ich hätte den Start üben sollen. Oh Gott. Ja gut, was soll's. Wir haben eine gute Übersetzung, also wir kommen generell gut weg. Aber das hätte natürlich besser sein können. Jetzt geht's aber nach hinten. Gut, wir haben 10% erhöht. Irgendwo muss ich das ja bemerkbar machen. Der Start selber war ja wirklich gut. Aber vielleicht sind 10% auch zu viel gewesen. Aber das Rennen ist auch sehr lang. Also wir wollen da jetzt nicht übertreiben. Jetzt heißt es hier erstmal reinfinden. Boah. Junge macht Platz. Ich lasse den mal, sonst stürze ich hier noch. Ich sehe es kommen und ich glaube, ein Sturz ist so ziemlich das Letzte, was man hier braucht. 10% ist ein bisschen krass, glaube ich, oder? Ja, ich suche den Windschatten einfach nur. Ja, 2 Plätze gewonnen, 2 verloren. Macht unter dem Strich gar nichts. Kann der mir reinfahren, wie der will? Dürfen die das? Okay, das ist schon krass. Die hintere Temperatur ist schon in einem Bereich, wo man sie nicht sehen will. Ich glaube, 10% sind zu krass, oder?
Boah, echt übel. Echt bitter. Also schön im Feld so zu fahren, das macht schon echt Spaß. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu krass. Und das nächste Problem ist, der Reifenverschleiß wird das Problem sein, weil die Temperatur so hoch ist. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Nicht viel wahrscheinlich. Denn Gas geben muss ich ja. Wir gucken mal, was passiert. Und wie gesagt, wir müssen ja nicht gleich das erste Rennen gewinnen. Gut, wir sollten vielleicht auch nicht letzter werden. Das macht dann... Komm mal her. Da machen wir mal ganz kurz. Da gehen wir doch mal ins Hauptmenü. Das ist zu krass. Also das ist ja zu krass. Da ziehen wir mal 4% ab. Ich glaube, dann ist das ein bisschen realistischer. Ja, also ziemlich krasses Ding, was wir hier haben. Wir machen das jetzt mal so. Ja gut, aber warum nicht? Dann zweiter Start. Tut mir leid, aber das war einfach zu krass. Das hat keinen Spaß gemacht. Wenn man sieht, man geht nur nach hinten. Nichts dagegen, dass man bis nach hinten gereicht wird. Das ist okay. Aber es ist natürlich nicht okay, nach ganz hinten gereicht zu werden. Es ist immer schwierig, in einem Rennen wie diesem Ergebnis vorherzusagen. Aber die Fahrer, die wir hier sehen, sind definitiv als Favoriten einzustufen. Das sehe ich auch so. Das haben wir schon alles gesehen. Nur noch ein paar Augenblicke bis zum Start des Grand Prix von Spanien. Die Fahrer wissen genau, dass es extrem wichtig ist, die erste Kurve gut zu erwischen. Ist LB oben oder unten? Ich bin mir immer nicht sicher. Ich glaube, ein bisschen viel Drehzahl, aber ansonsten sehr gut. Also jetzt für den ersten Start oder den ersten mit. Eieieiei. Komm mal her. Replay nicht. Rennen neu starten. Wir sind noch am Anfang. Es ist, wie gesagt, Palaver nicht. Nur noch ein paar Augen, die ersten Rennen ist das halt jetzt so, weil man muss das natürlich immer kennenlernen. Ich glaube, der Start war mega. Boah, der war richtig mega. So, und jetzt müssten wir das eigentlich versuchen zu halten. Alter, wie stark ist denn die KI auf einmal? Unglaublich. Drängt mich hier auch einfach raus. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Also ein Sturz und man ist weg vom Fenster. Und ich bin echt der Schnellste auf der Geraden. Da kann mir keiner was. Und beschleunigen sind wir auch gut. Ja, okay, wir kommen natürlich nicht weg, aber das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja Action haben. Und es geht ja auch nicht darum, unbedingt gleich zu gewinnen. Aber ich würde schon gern auf die ersten, ja, 4, 5 Positionen landen. Die Reifentemperatur hinten macht mir Sorgen. Hier bin ich den, glaube ich, immer weggefahren im Qualifying. Kann das sein? Okay, mal gucken, wer erster ist an der Start-Ziellinie. Ich. Boah, plus minus null. Aber das glaube ich auch nicht so ganz. Salvador. Naja, besser Salvador als Matador. So, und jetzt sollte ich vielleicht mal gucken, wieder ranzukommen.
Ja, die Reifentemperatur, die ist das große Problem hier. Okay, hier haben wir wieder Top-Speed-Vorteil, definitiv. Da machen wir keine Sorgen. Guckt euch mal die Speed an, also... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das erste Mal im sechsten Gang vielleicht sogar waren. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht stürze. Boah, ist das spannend. Bitte, wie viel Power hat der denn? Wie schaffen die das denn mit den Reifen über die Renndistanz, wenn die so pushen? Jetzt mal im Ernst. Also, mein Reifen sieht jetzt nicht so toll aus. Ja, Hauptsache, es kommen erstmal 25 Motorräder um mich geflogen. Okay, Scott. Okay, ist ein bisschen deprimierend. Nach vorne komme ich nicht mehr. Da komme ich schon noch hin. Den Windschatten nutzen, dass ich da überhaupt dranbleibe. Das ist eher das Problem. Vierter Platz nur noch. Okay, nicht gut. Und nicht gut ist die Reifentemperatur hinten. Die ich als höchst problematisch ansehe. Extrem hohes Risiko hier. 150 Grad. Ja, die Reifen hinten sind ein echtes Problem. Oh mein Gott. Ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen das nochmal. Ein bisschen schwierig ist es dann noch. Wir wollen natürlich ein spannendes Rennen haben. Also wie gesagt, verzeiht mir diese Folge halt. Ich schneide es auch nicht raus, weil es gehört einfach halt dazu. Was habe ich jetzt gemacht? Fahrhilfen. Komm, wir machen 75. Das ist okay. Ich glaube, 75 ist okay. Und dann probieren wir das nochmal. Ein letzter Versuch. Die Ladezeiten sind zum Glück mega kurz. Willkommen und hallo. Ja, wir willkommen. Wir jetzt von der Startaufstellung, wo alles bereit scheint. Ja, wir müssten nur mal die Reifen wechseln. Diesem Ergebnisse vorherzusagen, aber die Fahrer, die wir hier sehen, oh, die Reifen bleiben abgenutzt. Oh. Gut, das könnte ein Problem werden. Nur noch ein paar Augenblicke bis zum... Ja, wieder ein guter, sehr, sehr guter Start. So, jetzt heißt es die Ruhe bewahren. Und ja, jetzt habe ich auch einen Ticken Luft. Also es stört mich nicht, wenn ich hier mit 1, 2 rumdengeln muss. Aber es stört mich schon, wenn ich, wie gesagt, nach hinten gereicht werde. Denn das finde ich jetzt auch nicht fair. Ich meine, wir haben sie ja schon absichtlich schwerer gemacht. Allerdings weiß ich auch natürlich nicht, ob das an den Wetterbedingungen liegt, dass sie jetzt so stark sind. Das kann natürlich durchaus auch sein, dass die schuld sind. Aber jetzt lassen wir es. Also egal, was jetzt ist, das lassen wir jetzt so, weil wir können nicht 10-mal neu starten. Dann müssen wir halt mit dem schlechten Ergebnis leben. Ja, sie sind dran. Aber ich schaff's, die Reifen jetzt wenigstens zu kühlen. Und wie gesagt, so ein, zwei Kämpfchen in der Runde, die stören mich gar nicht so sehr. Das finde ich sogar eher spannend. Außer, dass der mich schubst, bis zum Gehtnichtmehr hier hinter mir.
Nur vorher war das halt echt witzlos. Aber die waren ja so viel schneller. Da hat man sich schon gefragt, das kann ja nicht sein. Die qualifizieren eine Sekunde langsamer. Dann geben wir denen die kleine Hand. Und sie reißen uns den ganzen Arm ab. Ja, und hier schaffen wir gut, die Reifentemperatur zu managen, so halbwegs. Ja, und hier sollten wir wieder vorne sein. Sehr gut, sind wir jetzt. Definitiv. 40.000stel. Ja, da habe ich die Kurve schlecht gekriegt. Und auch hier bin ich nicht gut rein. Das war mein Fehler. Okay, damit kann ich leben. So, jetzt müssen wir mal schauen. Gottes Willen. Ja, hier passt es immer irgendwie, ne? Also es ist schon ein Wunder, dass der die Kurve kriegt. Ich bin fast geflogen. Das habe ich schon irgendwie ein Gefühl gehabt. So. Voila. Eola, sehr schön. Das war übrigens unsere erste Führungsrunde, die wir eben bei Start und Ziel hatten. Ja, jetzt haben wir doch langsam ein Reifenproblem. So, ich glaube, den kriegen wir nicht bis Start und Ziel. Damit geht die Führungsrunde an den Kollegen. Ne, schaffen wir nicht. Jetzt sind wir das zurück, was wir vorher vor waren. Der Regen nimmt zu, oder? Oh, wir haben es leicht berührt. Ich lasse ihn Platz, so gut es geht. Hier macht es viel Sinn, eng zu fahren. Man kann viel früher beschleunigen. Und hat dadurch hier viel mehr Topspeed. So, wasser. Ist das bitter, was hier passiert? Also cool eigentlich. Ja, die Reifen machen mir ein bisschen Sorgen. Die sind echt hinter mir alle. Alter Falter, ist das krass. Was für ein Rennen. Hier ist alles drin. Alles. Von ganz vorne bis ganz hinten. Ja, die Reifentemperatur. Ich bin ein bisschen konzentrierter. Ich versuche hier ein bisschen zu erforschen, wie ich das in den Griff kriege. Ich versuche schon teilweise Halbgas zu fahren. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ja, und hier verlieren wir. Das könnte fürs Endspurt natürlich ein großes Problem werden, wenn wir ausgerechnet die Schwäche hier hinten haben. Oh, und da kommt er innen durch. Das gibt's doch gar nicht.
Alter Falter. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen heavy hier. Okay, ein bisschen konzentrierter hier. Ich krieg keinen Windschatten leider. Da komme ich natürlich auch nicht ran. Oder nur schwer ran. Ja, ich wäre fast umgekippt. Was sollte ich machen? Da musste ich die Lenkung öffnen. Und jetzt heißt es, die Verbindung da vorne nicht abreißen zu lassen. Jetzt muss ich pushen, ob ich will oder nicht. Ah, die haben aber auch einen Fahrfehler gemacht. Sind ein bisschen weit rausgekommen. Gap ist eine halbe Sekunde jetzt. Ja, die Reifentemperatur geht natürlich sofort hoch, wenn man pusht. Pushe ich nicht, dann komme ich nicht mit. Also das ist jetzt die Krux an der Sache halt. Das ist keine Option, nicht zu pushen. Dann sind sie weg. Okay. Der Rückstand wird minimal größer. Ne? Es sind immer ein paar Tausendstel mehr. Ja, jetzt sind schon 2,5 Zehntel. Also da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich verliere den Anschluss. Das kann ich, glaube ich, so sagen mittlerweile. Ich glaube, das steht unbestritten fest. Es ist minimal, aber es summiert sich. Und dann kommen solche Fehler dazu. Aber gut, man weiß natürlich auch nicht, wie die mit den Reifen haushalten. Das ist ja auch noch eine Unbekannte, aber jetzt kriege ich Reifentemperatur rein. Das ist schlecht. So, hier nochmal richtig pushen. Oh, 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 jetzt kipp ich. Dachte ich. Alter Verwalter, was ist hier los? Ja, der vorne ist weg, oder? Ich glaube, der hat's Gold richtig gemacht. Und jetzt muss ich das erste Mal diese Rückblende wenden. Ja, die muss ich das erste Mal nehmen. Machen wir einfach. Wir verzichten auf die Punkte, aber dafür wollen wir das Rennen behalten. Dafür haben wir sie, ja. Ja, die Reifentemperatur ist der größte Feind von mir gerade. Und dieser Noguchi oder Tamagotchi oder wie der da vorne heißt, der ist ja unglaublich schnell. Das kann es ja keiner zählen. Der ist richtig schnell. Und ich würde auch sagen, der hat eine Sekunde Vorsprung. Davon gehe ich mal aus. Ja, ich wünschte, ich wüsste, was ich gegen diese Reifenprobleme machen kann. Denn die Probleme sind wirklich ernster und größer, als es vielleicht für euch jetzt erstmal den Anschein hat. Denn der Reifenverschleiß ist immens und es sind noch 10 Runden. Und wenn der da vorne nicht einbricht und die hinter mir auch nicht, dann habe ich das Problem. Puh, es tut mir leid, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Ich bin echt angespannt und konzentriert. Aber vielleicht ist das ja auch der Schlüssel zum Erfolg.
Denn angespannt sein heißt natürlich auch meist, dass man hoch fokussiert und konzentriert ist. Ja, wenn ich in der Kurve beschleunige, geht sofort die Temperatur rein. Ah, sofort 1-2 Grad, das ist unglaublich. Ah, 2 Grad wieder hochgeschossen. Ja, wir schaffen uns auch ein bisschen abzusetzen. Das ist erstmal beruhigend. Beruhigender wäre es natürlich, wenn ich da rankomme. Boah, das wäre natürlich jetzt ein Traum, wenn wir das jetzt schaffen, hier einen Zweikampf vorne zu machen und setzen uns gleichzeitig ab. Wir haben Halbzeit. Jetzt habe ich ein bisschen geträumt. Ich habe nämlich auf die Zeit geguckt und gesehen, dass wir Cut machen sollten. Ich spule nochmal zurück. Das macht ja gar nichts. Und hier geht es dann gleich weiter. In der nächsten Folge für euch dann. Und bis morgen. Sorry, das war ein bisschen lang. Und ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Und naja. Also danke fürs Einschalten. Und bis morgen. Ciao.